Moin moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Lens Island. Wir haben in der letzten Folge den Void-Bär oder so entdeckt. Scheinbar noch ein Boss, den wir in der Höhle besiegen müssen. Und ja, wir wollen jetzt hier die nächste Zeit auf jeden Fall mal schauen, bevor wir da den Boss wieder angreifen, dass wir uns hier zumindest mal ein Set zusammenstellen und mal gucken, wie wir damit klarkommen. Also wir haben ja hier zum Beispiel diesen Set-Bonus für dieses Schwert. Und wir wollen jetzt mal gucken, ob wir eventuell hier das machen können, weil das ja schon echt interessant aussah. Hier kriegen wir sogar noch später einen Set-Bonus mit einem Schild. Das ist interessant. Genau, da wollen wir einfach mal gucken, beziehungsweise Pirate. Sieht natürlich auch ziemlich nice aus mit dem Schwert. Und genau, da gucken wir einfach mal. Ich meine, wir haben auf jeden Fall ganz gut Coins, dass wir hier ein bisschen was machen können. Da müssen wir mal schauen, ob denn die Leute in der Stadt da was übrig haben. Das können wir noch laufen lassen. Ich weiß gar nicht, wie es mit dem Brot aussieht. Das würde ich ja dann auch im nächsten Kampf probieren. Hoppala. Ja, guck mal da. Hier brennt es auch noch ordentlich durch. Und genau, wir müssen mal gucken. Ich habe durch Zufall gesehen, dass tatsächlich wohl, was war es? Hier das relativ viel Leben dazu bringt. Vielleicht sollten wir das mal anbauen. Da machen wir uns vielleicht mal ein Feld frei. Wenn dann die nächsten Pflanzen fertig sind, dann können wir da mal ausprobieren, wie das denn so wächst, wie das denn so wirkt. Oder primär, wie es wirkt, nicht wie es wächst. Ich hoffe nur, dass es schnell genug wächst. Und ja, wir gehen jetzt einfach mal gerade in die Stadt. Wir gucken mal, ob da neue Waren angekommen sind, dass wir dann auch da kaufen können. Hoffentlich doch, hoffentlich. Schauen wir mal erstmal. So, wir gucken erstmal hier bei den Piraten. Da haben wir, da kriegen wir wahrscheinlich ein ziemlich geiles Schwert raus. Und der hat hier ein paar Sachen da. Muss ich das equippen oder? Nee, das kann ich kaufen. Das kostet sogar 400 und das hier kostet 300. Ich würde sagen, wir machen das jetzt einfach mal für das Set. So, ich hoffe, du bist zufrieden mit den Einnahmen heute. Wir haben auch ganz gut was ausgegeben. Die Hälfte, die wir jetzt schon haben, haben wir hier schon mal ausgegeben. Aber ich sag mal so, unser nächstes Kapitalfeld wächst ja schon wieder auf den Feldern heran. Von daher ist das ja halb so wild. Was kann ich mit den blauen Sachen? Wie gut die waren. Naja, konzentrieren wir uns erstmal auf die Piratensachen, weil wir da halt wirklich, wie gesagt, ein Schwert rauskriegen auch. Und hier war ja auch noch der Rucksack, ne? Der hat ja hier von 950 gekostet. Da haben wir wahrscheinlich nicht mehr so viele. Ja, 180. Es wäre ganz cool, wenn man die irgendwie lagern könnte. Aber geht ja leider nicht. Na, schön. Ja, und wir müssen demnächst mal gucken, dass wir hier wirklich anfangen, unser Haus zu bauen. Aber wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal. Vielleicht mache ich doch jetzt schon ein Feld frei für die Grapes. Und wir gucken mal, wie die ranwachsen. Vielleicht sind sogar Bananen oder so noch lohnenswerter. Oder was haben wir eigentlich noch? Wir haben hier, Grapes haben wir eine, Passionsfrucht haben wir. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Das sollten wir vielleicht mal ausprobieren. Ich meine, die Grapes haben wir auch immer aus den Höhlen bekommen und die Passionsfrüchte. Wahrscheinlich lohnt sich das schon. Schon eher als alles andere. So, davon haben wir jetzt drei Sachen. Zwei, habe ich sogar noch ausgerüstet. Zwei fehlen uns hier noch. Und wir gönnen uns jetzt mal hier die Bären. Na, komm schon. Na, ich wusste, dass es wieder passiert, ne? Das wäre halt echt wirklich ein Feature, was ich ziemlich nice finden würde, wenn du sagen kannst, okay, nur das Feld, wo ich gerade drauf stehe. So, ich würde sagen, ganz klassisch machen wir hier erstmal. Na, wobei, ne, wir machen hier. Ah, warte mal, die können wir gar nicht anbauen. Wieso können wir die denn nicht anbauen? Ich meine, wenn ich das jetzt auswähle, ne, dann sehen wir auch schon die Pflanze dazu. Also wenn das die Pflanze ist, vielleicht ist es auch nur ein Platzhalter, aber warum kann ich das nicht anbauen? Na gut, pflanzen wir da erstmal schnell die Beeren wieder. Die haben uns ja auch immer recht gut über Wasser gehalten. Ich muss mal gerade was gucken. Ich muss da gerade mal was schauen.
Das sind Werkzeuge und Waffen. Wieso zeigt mir das hier eigentlich an? Hm. Oder ist das einfach nur ein Zähler, wie viel wir davon haben? Scheint so. Boah. Na gut. Hier haben wir, da fehlt uns noch eine Sache bei den Piratensachen. Da kriegen wir den Z-Bonus mit dem Schwert. Da bin ich echt gespannt drauf. Hoppala, da wollte ich gar nicht hin. Eigentlich wollte ich hier hin, ins Baumenü. Ja, genau. Wir brauchen das, glaube ich. Ich glaube, wir brauchen das. Weil das sind ja auch, ne? Die Crepes, die werden wahrscheinlich an so einer Wand wachsen. Da können wir das direkt mal bauen. Das ist auch gar nicht so teuer. Können wir sogar jetzt schon machen. Ich setze das mal ganz kurz. Ach, guck mal, das kannst du sogar da dran setzen. Das finde ich natürlich ziemlich nice. Das sieht recht hübsch aus, finde ich. Das muss ich nochmal gerade gucken. Ah ja, guck mal. Hier können wir die Grapes schon mal anpflanzen. Das ist doch schon mal sehr schön. Können wir hier rein theoretisch so eine Wand ziehen. Ist halt nur die Frage. Ich glaube, ich werde die Wand hier ganz außen ziehen. Genau. Haben wir so, so einen schönen Abschluss von unserer Farm hier. Ist ja auch ganz nett. Der nimmt immer eins. Okay. Wissen wir Bescheid? Oh, nee. Ich will nicht harvesten. Genau, ich will das pflanzen. Müssen wir halt nur gucken, wie das dann später funktioniert mit dem Abernten. Und wir brauchen auch... Stimmt, wir brauchen auch nochmal einen Wasserturm. Am besten zwei. Ja, wobei... Rein theoretisch würde ja einer reichen, ne? Wenn wir hier noch einen hinmachen. Wir gucken mal gerade, was der kam. Wir müssen ja... Da ist er doch. Okay, wir haben die Sachen nicht zusammen. Haben wir die verkauft? Okay. Ja. Ja, Deko müssen wir eigentlich auch mal bauen. Eine Sache fehlt uns noch irgendwie, die wir noch nicht freigeschaltet haben. Ja, und der hier, ne? Den würde ich natürlich auch wieder bauen. Aber ganz wichtig, erstmal natürlich der Brunnen. Da hatte ich ja gesagt, ich will den hier so in die Mitte setzen erstmal. Das Einzige, was ich mich gerade frage... Achso, ja, wegen dem Wasserturm, okay. Nee, genau, den würde ich vielleicht hier so hinsetzen, den Wasserturm direkt daneben. Und für, dafür brauchen wir die Charts. Die Charts, ja, okay, die Charts haben wir anscheinend nicht verkauft. Ich werde jetzt nochmal schnell händig gießen und mit etwas Glück ist da morgen vielleicht sogar schon was gewachsen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, das wird einen Moment brauchen. So. Können hier nochmal gerade Kontrollblicke machen und immer noch alles wunderbar. Der Turm bleibt voll. Na, jetzt. Und natürlich auch hier. Ich weiß gar nicht, muss ich die irgendwie... Wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich finde es cool, dass direkt zwei Arten von Anbau hier rankommen. Ne? Was ist das? Das hat sich sehr komisch angehört. Naja, gut. Ja, gehen wir schnell mal schlafen. Und da hinten, Moment, dann holen wir die noch schnell mit. Dann sind nämlich schon wieder Weizen fertig geworden. Wie ist es? Achso, hier, das ist ausgebrannt. Ah, das war das Geräusch. Ja, komm, rein damit. Vielen Dank. 108 Heilige. Also wenn wir Brot verkaufen wollen, haben wir auf jeden Fall genug da. Na, super. Ich hasse das. So, bleiben wir einfach dabei. Auch wenn wir da gefühlt gar nicht mehr hinterherkommen. Na? Jetzt. Zack. Kann ich mir eigentlich auch direkt mal krallen und dann können wir nochmal hier den Ofen befeuern. Genau. So, dann gehe ich hier nochmal ein bisschen rein. Oh, wir haben noch ein Holz. Ja, nice. Okay. Dann sage ich mal gute Nacht. Und guten Morgen. Pflanzen sind alle fertig. Perfekt. Oder was heißt alle? Aber die Blumen schon mal. Da kriegen wir wieder schön neue Einnahmen. Damit können wir unsere ganze Aktion hier schön finanzieren. Ich hoffe, ich ernte die nicht aus Versehen ab. Ich probiere es einfach mal. Es kann passieren. Okay.
Wissen wir Bescheid? Musik, entscheide dich mal bitte. Ja, komm schon, Musik. Musik ab. Es wird die Musik gehorchen. Vielleicht muss ich das immer sagen und dann läuft's. Gut, ja, nicht vergessen wieder einzupflanzen. Lavendel. So. Und Doppelfeldrosen. Perfekt. So, hier vorne ist alles wie gehabt. Da ist 34 fertig. Ich würde sagen, wir holen nochmal ein, zwei Bäume mit und dann gehen wir mal in Höhle und testen schon mal. Haben wir überhaupt noch? Moment. Zwei hatten wir, ne? Genau. Wir können mal ausprobieren, wie viel die bringen. Oder wir machen das gerade gleich mal hier. Können wir eigentlich auch an der Oberfläche machen. Haben wir letztes Mal ja auch so gemacht, indem ich einfach vom Haus springe. Wie ein Irrer. Da sind bestimmt wieder die Bienen drin. Okay. Hätte ja sein können. Baumwelt. Das ist echt ein Segen mit dieser neuen Axt. Wenn ich mal überlege, wie lange wir am Anfang gesessen haben, bis der Baum irgendwann mal gefallen ist. Kann ich... Ah, jetzt. Ich habe jetzt bei jedem Baum mit den Bienen gerechnet. Gleich fälle ich bestimmt wieder einen Baum, wo ich nicht mit rechne und dann kommen sie. Na gut. Lass nicht Zeit heute. Wir sind bestimmt ein bisschen weiter nach draußen hier. Wir sind bestimmt hierhin mittlerweile. So, 184. Ja, komm, holen wir noch einen großen mit. Irgendwo hier hinten war noch ein großer da. Genau. Hoppala. Und den bauen wir gleich mit ab. Gut. So, dann würde ich sagen, springen wir mal vom Dach. Oh, warte, ich habe schon ganz wenig Leben. Ha! Wäre ich fast draufgegangen. So. 18. Das ist natürlich saugut. Das ist natürlich saugut. Ist halt nur nicht so gut für die Sättigung. Ne? Das ist nicht so nice an der Stelle. Und ja, Brot wissen wir sowieso. Oh, nice. Bringt viel, aber Problem bei Brot ist halt einfach wirklich die Stackgröße, ne? Da können wir halt nur 5, also in Anführungszeichen nur 5 Brote mitnehmen. Oder auf den Slot tun in den Gürtel. Aber ja. Wenn man sich das mal realistisch überlegt, dann sind 5 Brote doch gerade nicht wenig. Ich bin gerade am überlegen. Ich glaube, wir gehen jetzt nochmal schnell zum Piraten und gucken mal, ob der jetzt wieder was Neues hat. Lass uns das mal schnell machen. Und dann können wir direkt nochmal im Einzug die Blumen mitverkaufen. Dann haben wir da auf jeden Fall schon mal wieder was auf der Tasche. Oder wieder ein bisschen mehr. Und dann müssen wir mal schauen. Ist sowieso die Frage, wenn wir jetzt in die Höhle gehen, ob quasi diese Kampfarena wieder da ist. Oder ob das weiterhin besiegt ist. Wahrscheinlich wird die wieder da sein, wenn wir zu lang bauen. Hoppala, so viel haben wir gar nicht. Jo, einmal. So,
Ganz schön viele Blumen. Wir haben wieder 900. Wir können... Ja, komm, wir verkaufen auch ein bisschen was von dem Brot. Ein bisschen was können wir verkaufen. Ein bisschen was geben wir ab. Jetzt ist nur die Frage, wo waren das nochmal? Nee, das war hier runter, ne? Irgendwo hier, da ist es doch. Schön und doch. Ja, verkaufen wir 50, haben wir noch 68, haben wir mehr als genug. Jo. Und damit sind wir wieder bei 1200. Damit haben wir ungefähr oder fast angefangen. Und jetzt geht es nochmal zum Piraten. Grüß Gott. Wir schauen mal, wer wieder was da hat. Nee, noch nicht. Sag mal Bescheid, wenn du neue Ware hast. Ich brauche wieder. Da stehen ein paar Blümchen, sonst war ja hier nichts. Und ich bin gerade am überlegen, ob wir nicht theoretisch noch bei den anderen Sachen kaufen sollten. Aber ich glaube hier nicht. Ich bin mir nicht sicher, das wäre halt interessant zu wissen, ob die noch andere Vorteile mit sich bringen. Aber ich glaube, ich werde das mal lassen. Weil ich will wirklich darauf zielen, dass unser Set-Bonus ein Schwert oder vielleicht auch ein Schild ist. Aber ein Schild haben wir ja gerade nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nochmal, was wir hier brauchen für den Turm. Ach ja, genau, das waren die Charts. Da müssen wir nochmal in die Hülle gehen. Oder, wie viel Stein haben wir? Warte mal. 354. Könnten wir eigentlich auch ein bisschen Stein einbrennen? Vielleicht machen wir das mal. Hoppala. Und dann können wir uns ein bisschen auf die Inneneinrichtung konzentrieren. Dann können wir mal ein bisschen was ausbauen heute. Ohne Höhlentour. Muss ja auch mal sein zwischendrin. Yo. Auf nach Hause. So. Hier ist wahrscheinlich auch schon wieder. Ja, guck mal, hier sind schon wieder 20 fertig. Hätte ich eigentlich alle verkaufen können. Ne, hier bin ich falsch. Hier wollte ich eigentlich hin. Hoppala. Ich weiß nicht, ob das reicht. Ich hoffe. Den Rest können wir wieder zurücknehmen. Und da müssen wir mal überlegen. Also, ich kann ich den hier theoretisch... Aber wobei, den würde ich halt schon gern stehen lassen im Brunnen, ne? Vielleicht brauche ich noch einen dritten quasi. Mein Brunnen ist jetzt auch nicht so teuer. Ja, komm. Bei dem würde ich da schon so gerne stehen lassen. Der gefällt mir da optisch verdammt gut. Ich baue jetzt hier wirklich hier hinten einen Brunnen hin. Können ja auch ein bisschen Abstand hier reinmachen. So ist das ja nicht. Können das ja ein bisschen hübsch noch darstellen. Vielleicht stelle ich ein bisschen hier rüber. Machen wir da einen Brunnen hin, so. Genau. Und hier kann ich mir vorstellen, machen wir vielleicht sogar später die Grape-Felder hin. Ja, dann machen wir hier so einen Brunnen hin. So, optisch halt ein bisschen schön. Ich sag mal, ein bisschen schön darstellen. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall eine ganz große Menge Holz. Jetzt werden wir garantiert wieder die Bienen finden. Und. Ja. Dann haben wir bald die Farm schön groß und voll automatisiert. Da brauchen wir dann auch nicht mehr nachgießen. Für die letzten Felder am Rande. Und können halt, da sind sie. Na? Und können dann halt schön noch vergrößern. Ohne halt auch später nicht selber nochmal nachhelfen zu müssen. Das ist ja das Schöne. Deswegen baue ich auch so ein bisschen mehr nach hinten raus. So, dann ist nämlich die Reichweite natürlich auch nach hinten ein bisschen höher, als wenn wir direkt ans Feld bauen. ...250, ja, da brauchen wir noch ein bisschen was. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Wir können ja eigentlich schon mal alles fällen, was hier gerade ist, komm. Fällt er nicht? Oh. So
wollte gerade schon sagen. Ist uns ja auch noch nie passiert, dass der Baum einfach mal stehen bleibt. Na schön. Ein, zwei Bäume würde ich noch fällen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal genug für nach hinten raus. Und dann müssen wir sowieso noch warten, bis die Charts fertig sind. Gut, das müssten alle großen Bäume in der Nähe gewesen sein. Da ist noch ein etwas größerer, den können wir auch noch eigentlich mitnehmen. Und ja, da sieht das doch richtig gut aus mit den Holzvorräten, die wir gerade haben. 456. Vielleicht kommen wir hiermit noch, ja, an die 480 kommen wir wahrscheinlich. 490. Na komm. Jetzt kipp. Dann halt ich. Ja, perfekt. 500 Holz. Gut, die maxen. Dann... Achso, für den Turm hat es noch nicht ganz gereicht, ne? Genau, da fehlen uns jetzt halt, wie gesagt, noch die Charts. Und da will ich dann auf jeden Fall nochmal in die Höhle gehen. Weil wir dann auf jeden Fall ein bisschen schneller sind für den Rest. Und schon wieder 20. Oh, lassen wir mal weiterbrennen. Damit können wir schon mal einen Turm bauen. Perfekt. Aber ich glaube, ich würde da extra so Felder für machen. Dass ich nicht aus Versehen anfange abzuernten. Ja, guck mal hier. Machen wir das schön hier, haben wir wie so einen kleinen Weg hier. Und dann passt das doch, oder? Ja, auf jeden Fall. So, nehmen wir das da vorne noch mit. Perfekt. So. Genau, dann brauchen wir nur noch das Windrad hier. Machen wir auf jeden Fall nochmal eine Höhlentour, ganz klar. Wir brauchen noch einen zweiten von dem Turm. Ja, da brauchen wir auf jeden Fall noch ganz gut Sachen. Das heißt, wir werden wieder auf Fässerjagd gehen. Das machen wir allerdings in der nächsten Folge. Jetzt machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Und ja, ihr wisst Bescheid, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Beim nächsten Mal schön wieder in die Höhle. Da wird wieder die Ruhe gestört. Und anschließend schauen wir dann mal, wie es aussieht wegen... ne? Wir können vielleicht noch schnell schlafen gehen. Wie es aussieht wegen dem Händler, wegen dem Pirat. Kann man eigentlich jetzt schon schlafen gehen, theoretisch? Können wir mal ausprobieren. Ja, geht. Nice. Na gut, wisst ihr Bescheid. Ach, da unten. Ja, komm, die lassen wir stehen. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.